Vermisst werden Carsten Wiegand und Markus Reinfuß. Laut Aussagen ihrer Familien hatten die beiden einen zweiwöchigen Urlaub in Malaysia geplant. Was wir weiter wissen ist, dass sie heute vor 8 Tagen ein Boot zum Hochseefischen gechartert haben. Danach brach der Kontakt zu ihren Familien ab. Gestern Mittag dann wurde dieses Boot gefunden, ohne die beiden. Ich schlage vor, wir schicken jemanden nach Manila, der sich die Sache ansieht, ohne viel Aufhebens. Jemand, der schon mal da war und Kontakte hat. Helfen Sie uns hier wieder lebend rauszukommen. Stoppen Sie alle Waffenlieferungen. Ich glaub's nicht. Waffen an Rebellen. Wer hat das bei Ihnen abgesegnet? Keiner. Wir müssen die Lorenz informieren. Das sehe ich anders. Seit wann sagt eine Abgeordnete, was hier zu tun ist? Seit das Ministerium für Wirtschaft darum gebeten hat. Ich will wissen, was die beiden hier wirklich gemacht haben. Was haben die beiden hier wirklich gemacht? Thomas. Du sollst ja nicht Detektiv spielen, du sollst die beiden finden und nach Hause bringen. I'm looking for these two German men. You lost your... Just leave me alone. Ich bin mir ziemlich sicher, nach was wir suchen müssen. Ich habe gerade Gewehre gesehen, die sahen ganz neu aus. Legen Sie los. Wenn die sich hier schon unbedingt die Köpfe einschlagen müssen, dann könnte doch der deutsche Steuerzahler ein wenig davon profitieren, meinen Sie? Zwei dieser Steuerzahler sehen es im Moment wahrscheinlich ein klein wenig anders. Zwei Amateure, die sich im Dschungel verlaufen haben. Packen Sie Ihre Sachen und kommen Sie nach Hause. Nein, es gibt doch einen Grund, warum ich hier bin. Warum Sie mich hierher geschickt haben.